werde euch jetzt zeigen, wie man ein Eis malt. Zuerst können wir sowas machen, so einen kleinen Teller. Und dann machen wir ein Quadrat in die Mitte. Dann machen wir den Teller zu Ende. Und dann können sie Orange nehmen und dann einen Halbkreis auf dem Viereck malen und es dann orange anmalen. So sieht es dann aus. Ich werde dann noch einen Halbkreis malen. Der geht etwa so. Und dann werde ich den gelb anmalen. Da diese Halbkreise sollen das Eiscreme sein. Jetzt können Sie braun nehmen und das hier drauf machen. Auf das Orange. Auf den orangenen Halbkreis. Das soll ein bisschen, und dann können Sie es braun anmalen. Das soll nämlich Schokoladenschlagsahne sein. Und so sieht es bei mir so aus. Dann können Sie noch ein helleres Braun nehmen. Ich nehme jetzt dieses. Und dann male ich da auch noch mal Schlagsahne drauf. Aber nicht das gleiche Braun nehmen. Es muss ein anderes Braun sein. Dann können wir Grün nehmen. Das steht für Mint. Und das können wir dann so machen. Und dann können wir ein Dunkelgrün nehmen. Ein kleines. Nee, bei mir geht das nicht mit den Strichen, die ich machen wollte. Dann können wir vielleicht zwei Blätter draufmalen. Aber nicht die Blätter anmalen. Ja, wir werden noch etwas Schönes draufzeichnen auf die Blätter. Nämlich das hier. Dann können Sie wieder dunkelgrün nehmen und eine Spirale hier drauf malen, aufs Quadrat. Das soll eine kleine Box sein fürs Eiscreme. Und das ist fertig. Unser Eiscreme ist fertig. Ich habe früher auch noch diese zwei gemalt. Und vorne bei mir, ich habe Eiscreme geschrieben, da werde ich viele Eiscremes drauf malen. Hier ist eins, das ist bestimmt das schönste. Das hat die meisten Eis, das meiste Eis. Hier ist so, also das hier soll das hier sein. Und das hier ist so ein normales Eis, das man bekommt. Und das da kriegt man so in einer kleinen Papierschachtel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte abonniert unsere Kanäle. Tschüss.